Hallo und herzlich willkommen hier. Es war eine Folge hier bei Kettle und Kopf. Ja, geht weiter mit. Ja, heißt geht weiter. Ich mache weiter mit Gruppenfeld Nummer 7. Und unsere KI arbeitet auf Feld Nummer 3 und mit der Zirkel. Ich starte mal. Vollgas. Ja. 3 Testaufnahmen bis jetzt gemacht und die waren nicht zufrieden. Also zurück zum alten Modus. Ja. Doch nicht so viel Daten. Volumen möglich. Vielleicht muss ich eine andere SSD-Laufwerke kaufen, um da mehr Datenmengen rauszukommen. Aber das mal zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, alter Modus. An sich ändert sich denn jetzt nichts mehr bei euch. Also wird nicht schlechter deswegen. Auf jeden Fall. Ne? Also wenn ihr auch noch Programm Fehler meldet, unterbrochene Frames, dann ist es schon mal bedenklich. Ne? Also das wird mir das achten, um die zufolge, das klappt. Ansonsten muss ich da ja, irgendwas zurückgehen. Ne? Also, aber eigentlich muss es jetzt so klappen. Nächsten Folgen. Hoffen wir mal, ne? Kurze Info, Neuigkeiten. Ja, bei mir. Ich war heute im Autohaus. Am 6.7. genau genommen. Und morgen schließe ich alles ab. Wenn alles klappt, habe ich in 14 Tagen, also morgen in 14 Tagen, ein neues Auto. Ja, ist ein Golf Kombi. Für mich ändert sich nur das. Ich habe dann zukünftig einen Benziner. Mit 133 PS, glaube ich, 130 PS. Das ist für die Klasse ganz gut, finde ich jedenfalls. Und es geht ja auch darum, wegen Steuern und wegen Versicherung, ne? Je höher, umso teurer wird's. Aber das ist ein gutes Ding. Bin soweit, ja, mit Navi, Tempomat und all sowas. Also im Grunde das gleiche, was ich jetzt auch habe. Von Ausstattung her. Jo, mal gucken, ne? Was das so ergibt. Das heißt, in den nächsten Tagen muss ich mein Auto ein bisschen ausräumen, die persönlichen Sachen. Qualität passt, ja, noch keine Fehlermeldung, war das gut. Bei 2 Minuten 36. CPU bei, ja, 10%. Also hier ist für die Aufnahmeprogramm. Ist aber als Ganzes gerechnet nur, dass ich jetzt entsprechend da, ja, Kerne 1, 2, 3, 6, ne 7 hoch belastet ist, also 1 ins, also 0 ist ein Kern und 2 die 1 ist ja dieses ja errechnet Kern, kann man sagen, ne? 10 Kerne habe ich ja und jeder zweite Kern ist ein kein richtiger Kern in dem Sinne. Tut nur so, als ob halt ausgelastet, Anführungszeichen. Ja, das soll ja im Windows 11, soll es ja jetzt im Herbst geben. Angeblich kostenlos für alle, die Windows 10 haben. Aber alle, die jetzt Windows 10 haben, müssen dann bis zum Frühling warten. Theoretisch. Aber da wird sicherlich auch Wege geben, um das zu umgehen. Kaufen wir eine Option. Ist für mich auch Blödsinn, weil ich eins habe. Und dann schauen wir weiter, ne? Ja, und dann sollen nämlich die Daten direkt von Speicher auf die ja, Grafikkarte gehen. Ohne Umweg mit dem Prozessor würde ein bisschen Ressourcen sparen. Es wird dann dadurch etwas flüssiger laufen und schneller halt, ne? Das war das Beste. Ja, bei mir ist heute Dienstag. Gestern habe ich mir einen Tag freigenommen. Also Evil Village ist ja erstmal abgeschlossen und da habe ich jetzt vor meinem Urlaub keinen Plan, was noch zu Beginn. Das ist eher im Urlaub. Suche eins aus, was ich machen werde. Hier wird man sehen. Wollte ja mal Diablo 2 zeigen und zwar die neue Variante. Gibt es auch noch nicht. Wie gesagt,
da gibt es ja für Vorbesteller. Wer vorbestellt, kann das schon im August praktisch in der Beta-Version schon mal spielen. Aber ist noch nicht so weit, von daher abwarten. Also ich habe schon bestellt vor längerer Zeit. Ich glaube, gute 8 Wochen ungefähr. Und wer es halt früher spielen möchte, der muss halt dann halt früher bestellen. Ist halt so. Für die Frühbesteller gibt es halt früher. Also ich kriege kein Spiel geschenkt. Wenn ihr das denkt, nee. Ich bin da noch so klein zu. Als ja, Let's Player kann man sagen. Einige größere kriegen ja das Prinzip ja praktisch zur Verfügung gestellt, um zum Beispiel Grunde vorzustellen. Ne? Und da bin ich noch nicht so weit. Also ich werde da noch keins kriegen. Und bin noch weit weg von. Aber die Diablo 2, das habe ich vor. Und zwar die reine Kampagne, ne? Also spielen. Und wenn das dann auch nicht so weit ist, habe ich ja noch Urlaub. Überlege ich mir mal, Resident Evil 7 aufzunehmen und zu zeigen. Das Spiel kenne ich persönlich gar nicht, also da muss ich mich genauso überraschen lassen. Wie ihr sicherlich auch im Spiel, ne? Ja, gut. Bis jetzt läuft es auch noch gut. Also keine Fehlermeldung. Geschafft. Beziehungsweise ich habe den Stand wiederhergestellt, was vorher war. Ich glaube, ich bin ein bisschen klein. Müsste ich mal sagen, ob das ein bisschen größer machen soll oder so okay ist. Ja, Feld 7. Arbeitet die gute Frau noch? Das ist gut. Und ich überlege mir, ob ich hier. Oder ich beginne schon mit der. Mit dem Maislegen. Maislegen wollte ich aber trotzdem erst warten. Ja. Hier spielt der Frost keine Rolle in dem Sinne. Also hier könnte man auch riskieren. Ja, unsere Weizenfelder und. Trockenfelder, die wachsen ganz gut. Auch gut gedüngt. Letztes Mal auch gedüngt gehabt. Also nachgedüngt. Kalium vor allen Dingen. Und unsere Felder haben eigentlich genug Phosphor. Was hier fehlt, ist Stickstoff und Kalium. Für Mais. Und ich will mal schauen, was macht eigentlich unser Preis für Mais. Das wollte ich mal gucken. Aktuell bei 1275. Ich hatte letztes Jahr um die 1004 gehabt, da warten wir noch ein bisschen. Wir wollen ja unsere rund 45.000 nicht verschenken. Ne? Das wäre ja dumm. Dämlich, kann man sagen. Ne? Genau. Ja, das scheint zu passen, also Aufnahme passt. Na, ja, ich versuche eigentlich, wenn ich so Frames sehe. Oh, Halsstopp. Also Frames, das sind im Prinzip Unterbrechung in der Aufnahme. Und das möchte ich vermeiden, also das irgendwie verzerrt das Bild und so. Ja, nicht gerade gut. Obwohl ich habe ein bisschen hochgeschraubt. Beste Qualität, ne? Vorweg nur Qualität genommen und beste Qualität. Vielleicht macht das sich ein bisschen bemerkbar. Aber trotzdem lade ich keine 20 GB hoch, das ist nicht möglich. Zeitlich gesehen. YouTube rennt das sowieso runter. Aber ich werde deswegen auf 20 GB nicht hochladen. Das ist zeitlich gesehen und ja, ist nicht machbar. Macht man leider nicht her. Gibt es nicht her. Wenn ich nur ein Video hochladen würde pro Woche, wäre es sicherlich machbar. Aber wie gesagt, bei
aktuell 21 ist das doch zu viel. Ja. Das ist so Technik. Und hier müssen wir sehen, aktuell ja noch gearbeitet. Wir gruppern auf, wir lockern. Kurz mal reingucken. Im Besitz. 3. Schon gut gelockert. Also hier fehlt Kalium und Stickstoff. Bei Phosphat würde ich meinen, ist ausreichend. Und gehen wir hier oben mit. Bald zu krümelig. Aber ich denke mal, nach der Aussaat, ne, später im Weiterverlauf wird es ja fester durch Verdichtung, durch Wetter und so, Regen. Ja. Mal schauen, ob mir jetzt hier noch an mir eine zulege und dann entsprechend da noch hier mitarbeite. Ansonsten schaut dann mal, was noch geht. Weil unsere Seeeinheit-Gruppe hat ja auch noch. Und das ist ein bisschen dann nicht günstig, kann man sagen. Weil der Boden locker genug ist. Aber die andere Maschine können die aber auch nehmen. Das wäre 1, ja. Das wäre praktisch. Muss ich schnell sein. Dieses Gerät. Das wäre eine Option. Aber nur Line, ne? Also. Und dann hätten wir nur die Aussaat mit Mais oder Legemaschine. Dafür aber kein Dünger. Aber Phosphat ist beides gut. Und ob ich einen Dünger kriege mit Phosphat und Kalium, also mit nur Stickstoff und Kalium, das weiß ich jetzt nicht genau. Deswegen überlege ich, ob ich Stickstoff mal flüssig geben werde. Mit der Spritze. Wir werden uns ausleihen und dann nehmen wir es aus, ne? Als das Problem ist dabei, ich weiß nicht die Menge. Das heißt, ich muss irgendwie im Hof einlagern. Hof müsste aber einen Tank geben. Weiß nicht genau, ob da Dünger reingeht oder eigentlich Wasser für die Tiere. Ich weiß nicht genau. So, die Aufnahme klappt. Das ist gut. Dürfte gut sein. Datenträger ist auch nicht so stark belastet. Schauen wir gleich, wie viel das ist von der Menge her, und dann ist es gut. Ja, Kettlekopf ist eh ein bisschen Hardware. Ja, fordern kann man sagen. Ist halt so, ne? Ich bekomme Hunger. Macht nichts. Morgen gehe ich weitere Folgen auf. Und morgen schon Mittwoch. Aber trotzdem, ich habe die Woche ja Frühschicht, kann ich ja am Freitag richtig einen Schlag reinhauen. Also es wird nichts mit Stress in dem Sinne, ne? Also so ist das nicht. Ja, heute ist draußen wieder heiß, ne? Man mit Thermometer sagt hier 35 Grad. Wird nicht ganz stimmen. Ein bisschen weniger sein, aber trotzdem. Ja, Problem ist nur nachts schlafen, ne? Das ist ja dann ungünstig, ne? Wenn der nachts sich auskühlt. Aber rein optisch gesehen ist es auf jeden Fall anders geworden, ne? Lockerer geworden. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Aber schönen Dank fürs fleißig reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, hoffentlich voll gepasst. Ansonsten reinschreiben, Kommentare. Was nicht passt, einfach reinschreiben.
Ja, sag mal tschüss, ciao, ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns mal wieder hier bei Kettle und Kopf. Immer geht es weiter bei den Rest und dann schauen wir mal, ob ich mir eine Zirkon ausleihe oder schon mit der Aussaat beginne mit Mais. Wo ich ganz ehrlich gesagt noch ein bisschen warten wollte. Ich weiß nicht, wie lange unsere KI braucht. Sie hat geschafft jetzt etwa ein Drittel. Man sieht auch im Prinzip, dass der Boden noch schön heller wird, also sehr locker. Sie macht das Vorgewende, erst Mittelgewende und dann Nachgewende. Ach, deswegen ist er auch nicht ganz am Rand. Ja, da jetzt anzufangen mit Mais auslegen, ungünstig. Kaufen mit Verkaufen von Mais ist auch ungünstig, weil einfach zu früh eigentlich normalerweise. Ende März ist zu früh. In nördlichen Breiten. Ja, dann sind wir tschüss, ciao, ciao. Und noch einen schönen Tag fürs fleißig reinschauen. Und wie gesagt, wenn was sein sollte, einfach reinschreiben, Kommentare. Versuche ich zeitnah zu antworten, dann geht's auch und ciao, was geht. Tschüss, ciao. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust, Laune habt, ich bin da. Tschüss.